Yeah! Schauen wir uns vor dich. Ja! Wir sind diesmal in Kroatien, Urlaub. Und Martin und Vicky sind voll Gas beim Biken. Und Mini und ich. Ja, wir biken von Badeboot zu Badeboot. Immerhin. Und ja, wir nehmen euch wieder mit, sowohl auf Trails wie eben auch ein bisschen zu den Buchten. Ja, und Martin, der springt jetzt dann gleich hier runter. Vor allem da mir ist das ganz schön viel Schlupfen über die Straße. Ja. Ja, währenddessen Martin und Vicky in der Früh immer noch was radeln. Radeln Mini und ich einfach nur zu den Badebuchten. Und das ist total witzig, weil jeder Bike-Traveler uns grüßt. Ich glaube, die checken gar nicht, dass da ein Kind drin sitzt. Also so besonders lieb grüßt, so wow, du auch. Sondern die denken, glaube ich, dass ich einfach mit Zeugs rumfahre. Was aber echt witzig ist. Ich fahre jetzt noch mit Akku aus, also Motor aus, hin, weil der Mini schläft und hat eine Seelenruhe. Und hier taucht er. Ich will mich ein bisschen anstrengen. Und zurück habe ich dann volle Range und kann halt auch auf Turbo fahren, falls er mal keinen Bock mehr haben sollte. Weil dann wird natürlich gebadet und dann darf er krabbeln und spielen. Aber kann ja immer sein, dass er dann beim Zurückfahren einfach keinen Bock mehr hat zu sitzen. Und dann hat man da so ein bisschen Spielraum. Geile Aussicht, geile Straße. Eigentlich ist hier gar nicht viel los. Das war jetzt natürlich gerade ein schlechtes Beispiel, weil hinter den Wohnmobilen und so staut sich es natürlich. Und da ist der Kleine. Aber der hat so ein Sonnensegel vorne dran, damit der keinen Sonnenstich kriegt. So, Spazi, Batzi und ich. Wir sind nur am Strand entlang geradelt und gehen jetzt schon mal runter zur Badebo. Ich bin voll aufgepackt. Mit Baby braucht man einfach ein bisschen mehr. Aber ich glaube, er hat voll den Spaß, wenn der Kaxe was zu hören. Und das ist jetzt das allererste Mal, dass wir die tatsächlich hernehmen. Jetzt ist er 8,5 Monate alt und kann sich von selber aufsetzen. Richtig gut sogar. Passt zu. Viel Spaß, Patsy. Und da unten sieht man dann das Meer. Wir haben es fast geschafft. Da hinten ist jetzt die Bucht. So sieht das von oben aus. Richtig geil. Mega! Ja, yeah, mega! Yeah! Schau ich wild aus. Diesmal haben wir leicht veränderte Fahrverhältnisse. Vicky ist noch auf ihrem normalen Radl. Martin und ich haben getauscht. Das fängt aber mit dem Mini. Mal schauen, ob der Mini zufrieden ist. Ich hab mit der Anleger mit dir springt. Hey! Nach der Tour muss auch geschlemmt werden. In Gang Nummer 1. Pizza. American Pizza Style. Nein, Slovanska. Kroatisch, ja, mit der Wurst aus da unten. Schon echt gut und schmeckt da gut. Ja,
Und bei uns noch, weil die mal wieder mehrere Gänge bestellt haben. Lässig. Ja. Aber er hat auch schon was zum Essen. So, jetzt gibt's auch das restliche Essen. Den Hauptgang quasi. Mega Burger. Mega Salat. Mit Fleisch. Louis? Ja, ist auch nicht viel. Und Fisch. Mega Fisch. Und Bier. Ist doch mit Lamm, ja. Gut. Weil er sich ja schon Radl fahren will. Ja, geheim. Ja, darum mal ohne uns. Aber Radl. Und der Mini ist auch da. Allerdings diesmal in elektronischer Form, weil der ist noch so müde. Buffet hast du schon für 5 Uhr? Buffet habe ich schon, na klar. So, das ist dann das Frühstücksbuffet. Mit allem drum und dran. Und echt immer super Süßspeisen. Richtig toll. Und hier gibt es dann warmes Gemüse. Also es ist zwar nicht so super riesig, aber es schmeckt halt alles wirklich richtig gut. Und hier Rührei, Spiegelei, Würstchen, Brote. Und irgendwas Sachen, die gekühlt gehören. Und der Frühstücksraum an sich ist auch richtig schön. So, das hier, das ist das Hotel. Von außen und da kann man dann hier in den Eingang rein. Ich glaube gar nicht, dass ich das Radio auf Verton gucke, weil ich stehe mir noch umstehen. So, Schwarzi, Matzi und ich, wir sind gerade wieder in die Badewanne raus. Jetzt habe ich mich gerade abgekoppelt. Da steht das Bike und wir sind bei so einem Leuchtturm oben. Da gibt es jetzt dann 2 Möglichkeiten zur Bucht zu kommen. Er ist gerade Mutter geworden. Er ist gerade Mutter geworden. Willst du auch mal Hallo sagen? Dick, hallo! Hallo! Mega schön. Und genau, wir gehen zu der anderen rüber. Das zeige ich euch gleich. So, das ist jetzt kein so schönes Bild, aber man kann schon so ein bisschen runtersprechen. Und zwar ganz da hinten unten, wo man jetzt die Wellen so hinspülen sieht, da geht es für uns hin. Und zwar diesen Weg runter. Und ja, das schaffe ich ganz alleine mit dem Thule-Anhänger. Wenn auch gerade so, aber es geht. Soll ich es euch mal zeigen? Und weiter geht es eben hier den Weg entlang. So, wir sind angekommen in der Badebucht. Und die sieht so aus. Richtig toll, aber es sind ganz schön krasse Wellen. Also es spült da schon ordentlich um und um. Ja, und hier ist es jede 70. Aber sie kommt. Wenn jetzt nicht so kalt war. Ja, was ist das denn? Oh. Ja. Jetzt haben wir den Mann dabei, das muss er auch mal. Ja. Ja. Also außerhalb des. Und Luis, wie macht er das? Ja, er locht. Okay. Er locht.
hier beim allerersten Mal hatte ich schon ein bisschen Schiss. Ja, das glaube ich. Weiß ich nicht, ob ich nicht gleich fahre. Ja, klar. Jetzt weiß ich ja, dass es geht. Bei uns ist heute leider schon der letzte Tag angebrochen. Ging mal wieder viel zu schnell, aber ja. Wir kommen halt ins Wasser auch schon gehen und Juli, August, damit die Leute recht zu los. Ja, und auch so heiß im Köln. Total heiß im Köln. Also die Winterland ist wirklich warm. Also die Hitze unterschätzt, wenn man da fährt, da steht die Luft. Ja, vielleicht Herbst dann, aber Herbst sind dann eher Wester als nicht. Ihr wisst Bescheid. Bis zum nächsten Mal.